Wie kann ich Berechtigungsrollen an meinem Tabula-Datenmodell hinterlegen? Das sehen wir uns heute an. Zuvor noch ein paar grundlegende Themenpunkte. Was ist eine Rolle? Eine Rolle enthält Windows-Benutzernamen oder Windows-Gruppen, Active Directory-Gruppen auch genannt. Des Weiteren sprechen wir von Datenbankrollen bei einem Tabula-Modell. Und diese Rollen, diese Datenbankrollen, können auch zusätzlich mit sogenannten Zeilenfilter, welche einem DAX-Ausdruck entsprechen, in beliebige Richtungen verknüpfte Zeilen einschränken bzw. berechtigen. Somit besitzt jede Rolle eine einzelne definierte Datenbankberechtigung. Und diese möchte ich noch kurz vorstellen. Es gibt in Summe fünf wichtige Datenbankberechtigungen. Die erste ist keine, standardmäßig. Somit können Mitglieder keine Änderungen am Modell vornehmen und auch keine Daten abfragen. Die zweite Berechtigung ist Lesen. Mitglieder sind berechtigt, Daten abzufragen, können aber keine Änderungen am Modell vornehmen, auch nicht verarbeiten. Die dritte Berechtigungsgruppe ist Lesen und Verarbeiten. Wie der Name schon sagt, können Mitglieder Daten abfragen, somit lesen, aber auch Änderungen am Modell vornehmen sowie auch verarbeiten. Die vierte Gruppe ist die Datenbankberechtigung Prozess. Mitglieder können Verarbeitungsvorgänge ausführen, Modell und Daten können aber nicht abgefragt werden. Und die allumfassende Datenbankberechtigung ist die Administratorberechtigung. Hier können Mitglieder alle Daten abfragen und auch Änderungen am Modell vornehmen sowie auch verarbeiten. Nun möchte ich euch im nächsten Schritt zeigen, wie man nun diese Berechtigungen am Tabula-Modell vornimmt. Ich befinde mich nun in meinem Tabula-Editor und habe mich bereits auf mein Tabula-Datenbank-Modell verbunden. In diesem AdventureWorks-Datenbank-Modell habe ich bereits drei vordefinierte Rollen. In meinem Fall sehen wir uns die Internet Sales US Rolle an. Ganz einfach, der Name dieser Rolle wird hier vergeben und der Name. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die Berechtigung zu hinterlegen, wie vorhin angesprochen, ob ich nur den Lesemodus lesen und aktualisieren oder nur Aktualisierung oder Administrator, aber auch keine. Wenn ich nun auch Zeilenfilter hinterlegen möchte, so kann ich das auch hier unter den Row Level Securities auf eine bestimmte Dimension vornehmen. In diesem Fall wurde ein Zeilenfilter hinterlegt auf Geography auf den Regioncode US. Wie ihr seht, ist das Editieren und die Anlegung einer Datenbankrolle im Tabula Editor einfach gestaltet. Genauso einfach gestaltet ist auch die, sind diese gleichen Aktivitäten im Management Studio. Wenn ich mich auch hier mit dem Datenbankmodell verbinde, sehe ich meine drei bekannten Rollen und kann auch mit einem Rechtsklick eine neue Datenbankrolle anlegen. Ich vergebe auch hier den Namen, kann hier eine Beschreibung hinterlegen. Im nächsten Schritt definiere ich noch die Datenbankberechtigung für diese Rolle und kann hier in dieser kleinen Navigationsfenster kann ich noch auf Mitgliedschaft selektieren und kann hier meine einzelnen Windows-Benutzernamen oder Windows Gruppen hinterlegen. Zeilenfilter
können hier definiert werden. Und somit sind das die zwei Möglichkeiten, wie eine Datenbankrolle im Tabular-Datenmodell hinterlegt werden können. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.